Naja, willkommen zurück zu Life is Fuel. Und bevor ich hier einschlafe, übergebe ich einfach mal an den Tro, der dann zum Sanrillas weitergeht. Dark Times! Muss ich noch irgendjemand sagen. Das war der Sanrillas. So hätten wir das. So, wie soll man das erklären? Warum bin ich hier schon wieder auf dem Boden und versuche hier irgendwie Flachs zu bekommen? Weil du gerne auf dem Boden rumkriechst? Genau. Und gerne Flachs hast? Genau, ich mach gerne Flachsen, Ach, du bist der Clown am Kopierer, ja? Ja. Genau. Ich bin der, der immer mit der Arschbacke dann sich auf den Kopierer setzt, dann einen Knacks da reinmacht, aber dann Hauptsache eine gute Kopie hat und damit Schokokuss, ne? Warum kriege ich hier schon wieder auf dem Boden rum? Warum ist der Pox hier schon wieder überall, bloß nicht da, wo er sein soll? Und warum sind unsere Hühner tot und so weiter und so weiter? Ja, ich kann es kurz und knapp machen. Pox war's. Kurz, knapp auf den Punkt. Naja, wo er recht hat, hat er recht. Er hat vergessen, den Server rechtzeitig runterzufahren. Er hat es halt ein bisschen später gemacht, als er eigentlich vorhatte. Und ja, als er es dann wieder gestartet hatte, war er natürlich dann durch diesen Stundenrhythmus, wobei wir es auf 48 Stunden ändern wollten, war das dann, ja, hat er sich das erledigt. Und gerade wegen den ganzen Feiertagen und so weiter, tja, war mal wieder alles weg. Und deswegen hänge ich jetzt wieder hier und bin jetzt schon seit fast einer halben Stunde am Suchen nach Flachs und Weed. Und so wirklich gefunden habe ich noch nicht viel. Und ich weiß nicht, ob der Pox schon was in seiner Falle hatte. Nein. Ich bin ja hier gerade dabei, diese Leinenballen da zu machen. Da brauchst du 5 von dem Flachs und... Ne? Ja. Allerdings, mein Tailoring-Skill steigt dadurch gar nicht. Ich weiß, Tailoring hat eigentlich nicht wirklich was mit dem Spinnen zu tun, aber... Leute. Leute. Ich hab's. Nice. Flachs? Flachs. 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 So, aber... Lachs. Ja, ich pack jetzt meinen Lachs aus, ja, und leg... Egal. Gibt's hier auch sowas wie einen Webstuhl? Ja. Ich glaube, den bräuchte ich dann. Nee, dafür brauchst du aber Line Rope. Hä? Ja, okay. Aber wie mache ich dann das Line Rope? Warte mal, ich guck mal ganz kurz. Besonders, weder spinnst du ein Seil, noch webst du es. Stimmt. Ja, also Man knotet es. An dem Spinnrad... Gibt's einen Knotentisch? An dem Spinnrad kann ich nur so Ballen machen, also... Ne? Okay. Webe, ein Loom. Loom, ich glaube, irgendwo habe ich hier aber einen Loom stehen. Ja, Loom ist da irgendwo. Ist das nicht der hier? Hier, ja. Was braucht man da alles? Liegt schon... Da brauchen wir auch Bone Glue. Ach, Mist. Dazu bräuchte ich allerdings den Dingstopf. Den Eisentopf. Den Eisentopf. Ja, ist kein Problem, kann ich dir gleich machen. Ich bräuchte auch einen. Und ich bräuchte dafür 15 Holz, also so gesehen, ja, Pox, dann haben wir jetzt eine Aufgabe. Holzfällen. Okay, ich hole mir trotzdem erst nochmal ein paar Ästchen da weg von dem Baum. Braucht wer eine Axt? Ich habe meine noch im Inventar, damit ihr euch keine zweite bauen müsst. Nee, ich habe noch eine Axt, die noch, Ich weiß gar nicht, was ihr habt. Ich renne immer noch mit meiner Steinaxt rum. Die Dinger haben halt eine bestimmte Haltbarkeit und du siehst doch, wie viel Erz ich hier am Tag aus dir gegen kloppe. Dann geht meine Spitzhacke nun mal kaputt. Da kann aber erstens niemand was dafür. Und zweitens, lieber Pox, ja, wir sind diejenigen, die auch immer sehr viel nachbereiten. Im Gegensatz zu dir habe ich hier, also beziehungsweise Tro und ich haben hier schon außerhalb der Aufnahme 3-4 Stunden verbracht. Ja, ja, die dann zwar komplett für den Arsch waren, weil dann der Pox den Server... Das ist wieder eine andere Sache. Wobei, naja, für den Arsch nicht, wir haben Holz. Ich habe Holz geholt und Eisen, das kann nicht weggehen. Ja, okay, das nicht, aber jetzt zum Beispiel die ganzen Flachsamen, die ich da gesät habe, ein ganzes Feld voll. Ja, und dann da hinten den ganzen Weizen und alles, das war natürlich dann alles schön weg, ne? Das ist wirklich voll für den Arsch, ne? Das sind so... Ein guter Freund von mir wird sagen, es war jetzt mal wieder voll die Arschmeldung. Das geht auf keine Kuhhaut. Ich weiß gar nicht, warum ich noch mit euch mitspielen darf. Schmeißt mich doch einfach raus. Nee, weil du Tros Bitch bist. Ach so. Genau, du bist meine kleine Bitch. Ja. Und ich habe halt nichts zu melden, wenn Tros es meint. So. Gut. Also ihr seht, wir sind hier schon wieder in einer total spannenden Folge. Pox, wo willst du hin? Du weißt, was du machen könntest, ne? Fallen. Was? Achso, was mache ich doch gerade. Achso, du willst fallen. Genau, wir brauchen jede Menge Knochenkleber. Und der erste gehört mir immer noch. Ja, ich weiß nur nicht mehr, wie man den machen musste. 10 Knochen und dann in den Topf schmeißen. Mit Wasser, 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 Wasser. Ja, Wasser habe ich 25 in der Tasche. Achso, hast du dir von mir genommen, okay.
Ja, wir müssen dann bei Zeit gucken wir dann mal, dass derjenige, der dann die Nachbereitung macht, wobei ich eigentlich dafür wäre, dass Pox das mal macht. Nö. Ich nicht. War klar. Dass der dann halt auch wieder eine Tonne Wasser organisiert. Wobei, ihr könntet ja mal austesten, ob man das Wasser in den Karren packen kann. Das würde es um einiges erleichtern. Ja. Dann macht man einfach einmal den Karren voll und gut ist. Box, was hältst du davon? Guck doch mal, ob man das in den Karren packen kann. Ja, jetzt sobald chill du wieder mal. Im Lager bist. Ich mach doch jetzt Fallen, oder? Ja, okay, da oben sind aber auch noch meine zwei Fallen, weißt du, ne? Das ist mir egal, ich brauch trotzdem Pflanzenfaser. Oh. Box, weißt du was? Schnapp dir ein Hühnchen. Hä? Wenn du Hunger hast, wirst du zur Diva. Ich hab noch Eier in der Tasche. Ah, er spielt schon wieder Taschenbillard. Yep. Gut, ja. Gut, also. Hätte ich gesagt, ich hätte einen Ast in der Tasche. Wobei, habe ich auch 5 Stück davon. Ja, siehst du? Hm. Taschenbillard. So, jetzt muss ich mich wieder nach unten graben zur Erzart, aber ich glaube, wir haben wieder genug Eisenerz, oder was denkst du, Tro? Mal so auf den Berg guckst. Wenn ich das so von hier sehe, ja, das sieht gut aus, aber wir brauchen halt immer noch den Topf, ne? Den. Ja, das mache ich jetzt. Das ist jetzt meine nächste Aufgabe. Okay, gut. Ja, ansonsten, liebe, liebe Leute, das Neujahr hat ja jetzt schon seit längerem angefangen. Und, was soll man sagen? Wie hat es denn so für euch angefangen? So, für mich war es, frag nicht nach Sonnenschein. Wo hier die Sonne gerade aufgeht. Ach, herrlich. Ja, wir nehmen natürlich wieder in Massen vor auf und deswegen, ja, ist das halt immer so eine Sache, ne? Wir sind auch so halb am Auskatern, um es mal so auszudrücken. Und deswegen, ja, hier müssen wir keine Facecam anhaben, weil ich glaube, den Pox, den wollt ihr nicht sehen. Ja, der hat mir nämlich ein Video geschickt, ja, und da hat er nackt auf dem Tisch rumgetanzt. Na, hat er gar nicht. Hat er wohl, ich habe ja das Video. Ich kann es ja gerne mal ins Internet stellen, ja, wobei dann kriege ich Ärger. Also, wer es haben möchte, kann mich natürlich gerne anschreiben und dann schicke ich ihm das mal. Pass auf, du kriegst von mir jetzt öffentlich die Erlaubnis, dieses Pox? Video ins Internet zu stellen, ja. Kannst du aufhören, meine Schmiede zu bespringen? Ja, oh Mann. So soll man arbeiten können. Soll mal was Produktives tun. Tut er doch. Eine Schmiede bespringen. Das mache ich nur mal zwischendurch. Ach, komm schon. Und was machst du so zwischendurch? Ach, ich bespringe so eine Schmiede. Ach, na dann. Du bespringst ja eh alles, was ein Loch hat. Das macht man in Bayern so. Was sag ich? Halt, warte, nee, da wollte ich nicht hin, da wollte ich hin. Schmieden bespringen. Nicht alles, was ein Loch hat. So, jetzt werde ich 47 Setzlinge erstmal hier verpflanzen. Wir werden alle sterben. So, jetzt kann ich endlich mal die Kohle zum Einsatz bringen. Kohle, 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 Kohle. Forestry, Land, Pine Tree. So, jetzt geht's los. Hat mir das mit der Kohle überhaupt erklärt, Tro? Nee, du hattest das noch nicht ganz erklärt. Du hast zwar erklärt, wie sie gemacht wurde in der Folge. Ja, du hast mir auch kein Holz mehr hingetan, ne? Nee. Schade, dann kann ich auch keine weitere machen zurzeit. Das Holz ist zurzeit weg. Ja, stimmt, wir müssen ja erstmal wieder nachbereiten, aber das konnten wir ja nicht, weil der Server war ja nicht offen. Oh, jetzt aber, Leute, ne? Werde ich dann sauer und beleidigt und stinkig und sauer also, und beleidigt. Also stinkig, das, darüber können wir später andermal sprechen, ja. Man riecht halt noch so ein bisschen diesen Kater, den er hat. Jetzt vielleicht heute Morgen mal so einen Mops essen sollen, so einen Rollmops. Die auch manchmal so leichte Sprünge im Server. Ja, Sprünge? Wollte ich gerade fragen. Okay. Ich habe überlegt, ich kann mich nicht mehr umdrehen. Ich möchte jetzt wissen, wie man Linen Rope macht, ganz ehrlich. Kannst du dann in der Aufnahme zur nächsten machen. Ja, das werde ich gleich mal gucken. Aber jetzt, wenn wir Linen Rope haben, dann haben wir echt schon die Hälfte der Miete. Ja, auf jeden Fall. Allerdings brauchen wir halt da weiter, ja. Unheimliche Mengen davon, ne? Also. Ja. Das ist richtig, aber trotzdem sind wir dann endlich mal ein Stück weiter. Ja. So, das Erz schmilzt. Sagen wir es mal so, lieber Pox, ja. Es wäre auch kein Problem, noch mehr Line Rope zu haben, wenn nicht immer dieser Server. Ach, ich weiß nicht, haben wir das schon erwähnt? Ja, immer diese Server, die dann meinen, sie müssten abschmieren. Nein, wir müssen ja nicht den Pox ärgern. Meine Güte. Ja,
man muss bedenken, es waren wirklich die Feiertage und der Poxy hat wirklich noch andere Sachen zu tun gehabt und wir sind ja wirklich dankbar, dass er da in dem Augenblick bei dem Server immer mit unterstützt. Meine Aktivitäten hatten eigentlich alle mit irgendwelchen flüssigen Sachen zu tun. Das will keiner wissen. Das war die Rache für die Rache. Gibt's sowas für die überhaupt? Rache, ah ja. Gibt's sowas? Weiß ich nicht, aber selbst wenn nicht, hast du es jetzt gerade erfunden. Yay! Gut, ja. So, was habt ihr euch denn so fürs neue Jahr vorgenommen? Das können wir doch mal ganz kurz noch besprechen. Hm? Ich glaube, der Pox hat sich vorgenommen, beim nächsten Mal das Doppelte an Menge zu trinken. Ja. Dachte ich mir doch. Andrillis, was hast du dir vorgenommen? Ich muss mir was vornehmen. Ja, man nimmt sich doch immer was fürs neue Jahr vor, ha? Nö. So ein Ziel setzen, ne? Nicht wirklich. Also liebe Zuschauer, und da seid ihr jetzt mit gemeint, was habe ich mir vorgenommen? Ich habe mir wirklich dieses Jahr vorgenommen, erstens ein noch besserer Let's Player für euch zu werden. Euch es noch eher recht zu machen. Nein, ich habe mir vorgenommen, ich habe mir vorgenommen, dieses Jahr die 1000 Abonnenten zu knacken. Hochgegriffen? Ich weiß es nicht. Was sagt ihr dazu? Ist das hochgegriffen, liebe Leute? Also ich persönlich würde sagen, ein bisschen hoch. Ja, also ich würde mich erstmal so orientieren, dass du wie Pox die 500 erreichst. Das wäre für mich erstmal so der erste Punkt. Und danach kann man immer noch sehen, ob man weitergeht. Ja, aber zu hoch gesteckte Ziele bringen es halt auch nicht. Ja, sagen wir es mal so, wenn man sich die Ziele so hochsteckt, dann ist man natürlich enttäuscht, wenn man sie nicht erreicht, ja. Aber... Und kleine Erfolge sind immer noch Erfolge. Und viele kleine Erfolge sind meistens besser als ein großer. Also die kleinen Erfolge sind ja die, dass ich ja mit dem Biochemic ja zurzeit einen Song produziere, ne? Wisst ihr ja. Und da haben wir es auch schon soweit geklärt, wenn ich die 500 breche... Also, die 500 erreiche, dann werde ich den noch veröffentlichen. Kriegen wir den zuvor eigentlich noch zu sehen, dass wir dir sagen, dass wir dich noch von irgendwelchen schlimmeren Sachen abhalten könnten zur Not? Nach meinem Schminkvideo kann man mich nicht mehr abhalten. Ah, okay. Ja. Und ansonsten, ja, liebe Leute, das ist eine Sache im Namen von Pox und mir. Wir brauchen wirklich mal wieder eine neue Challenge. Wir haben ja noch die Parkour-Challenge bei Rust. Und dafür brauchen wir entweder jemanden, der uns einen Parkour aufbaut. Oder aber wir brauchen noch eine andere Challenge. Ja, die Einbrech-Challenge, wir haben es probiert in unserer letzten paar Folgen, da irgendwo in ein Haus einzubrechen, es hat leider nicht funktioniert. Ja, wir brauchen also noch eine neue Challenge und die Strafe dafür haben wir schon, weil jetzt erzähle ich mal ein bisschen was von meiner Silvesternacht. Wir waren halt bei Bekannten, wurden da ganz kurz eingeladen, oh, kommt ihr noch ganz kurz hoch auf den Sekt, ja, und dann haben sie auch gefragt, ja, wir hatten ja mit dir die Eisbucket-Challenge, das haben wir ja gesehen, hast du denn auch was Neues? Da habe ich sie natürlich auf Schminkvideo aufmerksam gemacht. Die haben sich erstmal, die ganzen Frauen, die da waren, die haben erstmal gelacht bis zum geht nicht mehr. Die waren ja, nur noch am Feiern, ja. Und es war dann Diskussionspunkt Nummer 1. Und dann, ja, also ich hätte mir jetzt noch vorgestellt, dich in einem Kleid oder so zu sehen. Ich so, nee, stopp, das wäre jetzt ein bisschen übertrieben, ne. Ja, aber nee, als nächste Strafe hätte ich dann gerne, und das ist dann jetzt in diesem Augenblick offiziell, ohne dass es in einem Kommentar drin steht, ja, sind halt nicht so auf Facebook oder sowas unterwegs, deswegen nehme ich das jetzt hier offiziell als Punkt. Die nächste Strafe für Pox und mich wird sein, der Verlierer von der nächsten Challenge muss in einem Bikini durch die Straße rennen. Ja. Ist jetzt eigentlich nicht ganz so wild, ja. Die nächste Sache ist die, das hat dann nämlich ein, ich sag jetzt mal, der Freund gesagt, ja, wenn er schon dann durch die Straßen rennt, wenn Schnee liegt, dann soll er noch einen Stage-Dive machen. Im Bikini. Also, ihr seht, ihr habt dann wirklich etwas zum Lachen. Ja. Das besonders den Pox im Bikini, das möchte ich dann auch sehen. Aber der muss ja eh noch seine Beine abrasieren lassen und das mit, ja. Der Pox. Nee. Also ich würde die Haare an den Beinen abrasieren, nicht die ganzen Beine. Ja, genau. Das wollte ich auch. Die Haare an den Beinen, ja. Wie ist das jetzt eigentlich mit meinem Topf? Wird der noch fertig oder? Ja, die Klappe da hinten. Ja, ich habe doch keine Zeit. Ich arbeite schon. Geh Knochen sammeln. Ja, wie soll ich das machen? Kann ich immer töten. Keine Ahnung. Du bist dafür zuständig. Arbeite. Love is in the air. Dum, 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 dum. So, jetzt habe ich hier einiges erstmal an Bäumen wieder platziert. Ich weiß gar nicht, ob hier noch irgendwo Platz ist. Ach ja, hier. Ja, jetzt kannst du dann mal den kompletten Hardwood Tree da wieder abballern. Pox, du könntest mir einen Gefallen tun so lange. Ja? Kannst du mit mir hier die Holzstämme wegtragen? Nein. Danke. Ist er nicht nett? Soll ich dir helfen? Nö, dann hau ich gleich hier die Bäume einfach drüber, Punktende aus, ist mir egal. Ich will ja jetzt hier einfach schnell
pflanzen. Damit wir dann für die nächsten paar Aufnahmen dann wieder schön massig Bäume haben. Die wir dann wieder absägen können. Mhm. So, aber liebe Leute, wir sind schon wieder ein bisschen über der Zeit. Ja, das heißt, also wir verabschieden uns jetzt erstmal und sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Und ich sage in dem Augenblick, ich bin euer Tro, haut rein. Tschö, tschö. Ciao. Tschüss.